Frührente erfolgreich beantragen. Aber wie? Guten Tag, mein Name ist Konrad Huber und ich möchte Ihnen in diesem Video näher bringen, warum vor einem Antrag, vor der Antragseinreichung bei der Deutschen Rentenversicherung zuerst geklärt werden muss, ob Sie überhaupt die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllen. Es geht also um die Klärung der versicherungsrechtlichen Voraussetzungen. Warum ist das so wichtig? Ganz einfach. Weil Sie ohne die Erfüllung der versicherungsrechtlichen Voraussetzungen keine Ansprüche auf Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung geltend machen können. Welche versicherungsrechtlichen Voraussetzungen müssen für die Bewilligung einer vollen Erwerbsminderungsrente grundsätzlich erfüllt sein? In den letzten 5 Jahren müssen mindestens 36 Monate mit Pflichtbeiträgen oder mit gleichwertigen Ersatzzeiten in Ihrem Rentenkonto erfasst sein. Wie können Sie in Erfahrung bringen, ob Sie die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen bereits erfüllt haben? Erstens, wenn Sie von der DRV, Deutsche Rentenversicherung, bereits eine aktuelle Rentenauskunft erhalten haben, dann können Sie diese Angaben aus Ihrer aktuellen Rentenauskunft entnehmen. Zweitens, liegt Ihnen keine aktuelle Rentenauskunft vor, dann können Sie sich jederzeit mit Angabe Ihrer Versicherungsnummer bei Ihrer zuständigen DRV-Rentenanstalt erkundigen, ob in Ihrem Fall die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen bereits erfüllt sind. Es gibt nur sehr wenige Ausnahmen bei den versicherungsrechtlichen Voraussetzungen, deren Aufzählung würde allerdings hier im Video den Rahmen sprengen. Aus diesem Grund habe ich Ihnen unter diesem Video alle relevanten Informationen in diesem Zusammenhang in Textform zur Verfügung gestellt. Bevor Sie also einen Antrag auf Frührente bei der DRV einreichen, klären Sie bitte verbindlich mit der DRV, ob Sie die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen überhaupt erfüllen. In diesem Sinne halte ich Ihnen beide Daumen und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Antragsvorhaben. Bestmögliche Gesundheit und beste Grüße. Auf Wiedersehen im nächsten Video oder durch Ihre Kontaktaufnahme über das Kontaktformular. Ihr Konrad Huber auf www.erwerbsminderungsrente.biz.